Ich hatte für den Einbau der LED-Scheinwerfer in meinen Unimog AMP Super Seal Steckverbindung verwendet. Oben verlinke ich das Video dazu. Leider hatte ich dabei nicht die passende Grimmzange zur Hand und musste wegen eines Wackelkontaktes nun die Steckverbindung erneuern. Zur Demontage der Stecker werden zwei spezielle Auspinnwerkzeuge benötigt. Mir waren die im Netz angebotenen Werkzeuge, zusammen über 50 Euro, jedoch zu teuer und ich zeige in diesem Video, wie ich diese mit einfachsten Mitteln selbst hergestellt habe. Viel Spaß beim Nachbau! Zunächst das eigentliche Auspinnwerkzeug. Nach mehrfachen Versuchen habe ich die besten Ergebnisse mit einem alten Sägeblatt erzielt. Wichtig dabei war insbesondere die Materialstärke von 1 mm. Beim Nachbau bitte darauf achten. Zur Bearbeitung habe ich eine Flex mit einer Fächerscheibe verwendet. Hier das Resultat. Wichtig sind die Abmessungen. Ich habe das Sägeblatt auf 2 mm Höhe reduziert. Wie erwähnt, ist eine Materialstärke von 1 mm notwendig. An der Spitze des Werkzeugs ist ein 45 Grad Winkel wichtig. Nun zum zweiten Werkzeug, das Hakenwerkzeug. Auch hier habe ich ein altes 1 mm starkes Sägeblatt verwendet. Die Bearbeitung gleicht dem ersten Werkzeug. Zusätzlich ist eine Kerbe notwendig, die ich mit einer dünnen Trennscheibe eingeschnitten habe. Hier das Resultat. Auch dieses Sägeblatt habe ich auf 2 mm Höhe reduziert. An der Spitze des Werkzeugs ist ein 45 Grad Winkel notwendig. Diese ist auf der Seite der Kerbe anzubringen. Die Kerbe selbst hat eine Tiefe von 1 mm. Hier nun beide Werkzeuge nebeneinander. Und nun im Praxistest. Zunächst wird mit dem Hakenwerkzeug die Sekundärsicherung herausgezogen. Danach können mit dem Auspinnwerkzeug die Rasternasen der Kontaktstifte entriegelt und das Kabel herausgezogen werden. Fertig! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Weitere Themen folgen. Bis dahin alles Gute. Gruß Mike.